Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Mit diesem Grundsatz begannen die Malteser und der Würzburger Hospizverein, 1991 Sterbende und Trauernde ehrenamtlich zu begleiten. Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums trafen sich deswegen Vertreter und Vertreterinnen aus Politik, Kirche und der Hospiz- und Palliativbewegung, um eine Charta mit Leitsätzen und Plänen für die Zukunft zu unterzeichnen. Immer mit dem Ziel, Sterben, Tod und Trauer als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. Man kann zurückgucken mit ein wenig Stolz und Freude, was alles gekommen ist. Und man könnte sich auch zurücklehnen und sagen, gut so, wir haben es geschafft. Aber wir sind noch nicht wunschlos glücklich. Damit Sterben, Tod und Trauer ein natürlicher Teil des Lebens bleiben und nicht auf eine Art Krankheit reduziert werden, muss auch in Zukunft die hospizliche Haltung, der menschenwürdige Umgang und die Begleitung sterbender oder trauernder Menschen geachtet, gewertschätzt und gefördert werden. Mit ihrer Unterschrift symbolisierten verschiedene geladene Gäste die Sympathie mit den Zielen der Initiativen. Unter den Unterzeichnenden befand sich auch Domkapitular Clemens Bieber, stellvertretend für die Diözese Würzburg. Ich wollte mit meiner Anwesenheit heute all denen zum Ausdruck bringen, die sich engagieren, dass ihr Dienst unersättlich ist. Unabdingbar ist jeder Mensch damit konfrontiert. Und deswegen muss die Hospizarbeit einen großen, wichtigen Stellenwert bekommen und auch entsprechend begleitet und unterstützt werden. Auch die Leiterin der Palliativmedizin, Birgit van Orschott, unterzeichnete an dem Abend die Charta. Das Thema Tod und Sterben wird weggeschoben. Wir werden ja auch viel weniger mit Sterben und Tod im Alltag konfrontiert, weil wir älter werden und auch die Teilhabe an Beerdigung oder Sterbebegleitung im häuslichen Bereich immer weniger geworden ist. Deshalb ist die Hospizarbeit so wichtig, weil die quasi durch ihr Engagement für Schwerkranke und Sterbende das Sterben wieder in den Alltag der Hospiz-Ehrenamtlichen auch reinholt und es somit eine Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die man sonst so nicht hat im Alltag. Bisher haben sich über 30.000 Organisationen und Einzelpersonen für die Umsetzung der Charta und damit für eine bessere Hospizarbeit eingesetzt. Sie kann von jedem und jeder online unterzeichnet werden. Was nutzt alles Denken, es kommt doch zum Schluss.